presente una vez. Alegría de noche te llamas. Wie sicherlich einige auch wissen, sind wir von den Kieler Gelbwesten. Wir haben uns heute dazu entschieden, Lars zu unterstützen. Weil es ist einfach wichtig, dass wir den Widerstand weiter aufbauen und weiter nach vorne bringen. Da sind einzelne Leute nicht wichtig, da sind wir alle wichtig. Wir alle müssen gemeinsam auf die Straße gehen. Wir müssen auch weiter, auch wenn heute nicht so viel los war, wir müssen weiter auf der Straße bleiben. Wir bleiben. Und ich denke auch, die Leute, die hier sind, werden bleiben, werden weitermachen. Auch unsere dänischen Kollegen, die werden auch mit Sicherheit auch weitermachen. Genau. Und wenn ihr mal was macht, kommen wir natürlich auch nach Dänemark hoch, das ist ja wohl klar. So. Das nennt sich Völkerwanderung. Das nennt sich Völkerwanderung, genau. Nee, wir haben heute schon ganz viele Themen gehört. Und was uns ganz besonders am Herzen liegt, ist das, was in Zukunft passiert. Und zwar nicht nur in Deutschland, sondern weltweit. Und dabei dreht sich das um den WHO-Pandemievertrag. Wir haben jetzt noch im Moment die Chance, mit ganz, ganz vielen Menschen auf der Straße was zu bewirken. Und tut mir einen Gefallen, tut euch einen Gefallen. Tragt diesen Gedanken weiter, dass wir auf die Straße müssen, um einfach das, was da jetzt ansteht, im Mai diesen Jahres in Genf bei der 77. Gesundheitsversammlung der WHO, nämlich der Abschluss dieses Pandemievertrages, dass wir das verhindern. Deutschland hat schon zugestimmt, dass dort ja, Deutschland halt mitmacht, das unterschreibt und das wollen wir nicht. Das wird eine Gesundheitsdiktatur dann werden. Leute, tragt es weiter. Wir werden auch noch eine Ausstellung dazu machen, die Hintergründe, alles auf Fakten basierend, darstellt. Die werden wir auch verleihen, dann wahrscheinlich, so wie das aussieht. Wir sind uns da noch nicht ganz so sicher, wie das denn alles genau funktioniert, aber wir werden auf jeden Fall diese Ausstellung machen. Und die Kieler Gelbwesten, das wollte ich eigentlich zum Abschluss nochmal sagen, wir gehen jeden Samstag in Kiel auf die Straße. Jeden Samstag, allerdings nicht mit Auto, da muss man schon zu Fuß laufen dann. Und wir werden das auch weiterhin machen. Wir werden weiterhin auf der Straße sein, wir werden jeden als Menschen begrüßen, der mitkommt. Wir wollen keine Parteien, wir wollen als Menschen für Menschen auf die Straße. Unser Motto ist Miteinander füreinander. Und ich kann euch nur einladen, kommt samstags zum Extra, ab 15 Uhr gehen wir da jeden Samstag los, machen unser Zug durch die Gemeinde, hätte ich beinahe gesagt. Nein, wir gehen dann doch schon tatsächlich demomäßig über die Straße, wenn wir nämlich 30 Leute sind, was wir leider selten schaffen in letzter Zeit. Kommt einfach mit und geht für die gute Sache auf die Straße. Danke! Hallo Leute, ich grätsche jetzt einfach mal rein, obwohl das gar nicht geplant ist. Ich habe hier einen schwarzen Beutel in der Hand, weil der Lars, der hier angemeldet hat, der hat sich kräftig in Unkosten geworfen, auch um hier die Bühne herzukriegen. Und ich wäre euch dankbar, wenn ihr irgendwie ein paar Euro für ihn überhättet, dass er ein bisschen was davon wieder reinkriegt. Danke.